Hallo und herzlich willkommen, ja, hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Das ist jetzt der erste Teil, sage ich jetzt mal, meines 50 Abonnenten-Specials. Danke nochmal dafür, ihr seid einfach die Besten. Ich habe es ja schon gesagt in meinem Rauchgranaten-Review, genau, und also halt in der Anleitung. Und ja, was machen wir heute? Ich habe bestellt. Und zwei der Pakete sind schon angekommen. Das heißt, das hier ist Teil 1. Ich weiß nicht, ob es alles ist. Vielleicht kommt noch was morgen oder übermorgen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und dann gibt es dann auch noch Part 2, wo ich ein Pack-Opening Part 2 eben mache. Und ja, dann gibt es auch noch das lang ersehnte Soft-Air-Battle. Ja, im CQB-Gelände. Das werde ich vielleicht schon am Sonntag aufnehmen. Jetzt haben wir Mittwoch. Halb sechs. Nein, halb sieben. Nein, Spaß, halb sechs. Auf jeden Fall. Ja. Wollen wir nicht so lang labern, sondern machen erstmal das erste auf. Und mal schauen, was drin ist. So, einfach schnell durch. Genau. So, also, Freunde, ich habe mir was ganz Geiles bestellt. Etwas, auf das ich schon lang warte. Hier haben wir ja die Sniper. Und das Einzige, was mir eigentlich noch so wirklich richtig gefehlt hat, war, ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das finden wir noch heraus, war ein Ghillie-Suit, ja. Hier haben wir den Ghillie-Suit. Einmal sind natürlich verschiedene Teile, Hose, Oberteil und so weiter. Ja, ich schaue mir das Ganze dann später noch an. Das ist aber nur der Ghillie-Suit in diesem Karton. Stell mal zur Seite und ja, dann machen wir gleich das zweite Paket auf. So. Ist schon auf. Gut. Das Paket ist sehr leicht. Vielleicht ist es ja meine Maske, die ich bestellt habe. Oder Zubehör, wer weiß. Ja, ich sehe schon, es ist die Maske richtig fresh. Leute, gebt euch das hier. Darf natürlich nicht fehlen, der legendäre Helmklopfer. Alle, die mein erstes Pack-Opening angesehen haben, dürfen den noch kennen. Ja, sieht richtig fresh aus. Schaut euch das an, Leute. Richtig geil. Richtig stabil. Soll bis zu 6 Joule, habe ich gelesen, aushalten mindestens. Und ja, wir haben hier erstmal ganz normales Hartplastik. Und Plexiglas oder keine Ahnung, das ist auf jeden Fall mehrfach beschichtet. Drunter ist, glaube ich, noch normales Glas. Und ja, das hier ist für oben, um das Ganze dann zu schließen, soweit ich weiß. Und der Rest ist eigentlich nur Werbung. Ja. Auf jeden Fall richtig freshes Teil. Und ja, das heißt, der Rest kommt in den nächsten Tagen in Part 2. Also, das habe ich jetzt alles beide von Amazon bestellt, weil dort einfach die Preise gestimmt haben. Und
Ja, den Rest habe ich auf Cotto und Zeller bestellt. Auch ein richtig fresher Laden, was ich so bisher sehen kann. Entschuldigung, Leute. Ja, also wir werden dann weiteres erfahren, wenn dann das Zeug da ist, das, was sie uns versprochen haben. Es kommt zum Beispiel jetzt einfach mal so, um das zu sagen, für die Glock 18 ein Hi-Cap-Magazin. Dann, was ist noch so dabei? Ja, halt so Zubehör hauptsächlich, Tarnschminke und so, Sprayfarben, weil ich will jetzt mal selber einen Paintjob probieren. Den werde ich dann vielleicht, wenn er gut ist, auf die Desert Eagle übertragen. Aber ja, das sehen wir dann alles in Part 2, wie, was da alles dabei ist, wie es aussieht und so. Und ja, auf jeden Fall krass, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Krass, dass ihr jetzt schon 51 Leute seid. Und wir sehen uns dann in Part 2. Ciao, Leute. Stopp, Leute, bevor ich es vergesse, wartet. Noch nicht tschüss. Ich möchte noch jemanden grüßen. Und zwar mein Bro, den ich seit der zweiten Klasse kenne. Und wir sind wirklich die allerbesten Freunde. Und ja, heute hat er Geburtstag. Alles Gute, Bro, nochmal hier auf YouTube. Und ja, halt die Ohren steif, ne? Hast ja noch ein paar Stunden. Feier schön. Und ja, dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen.